Naja, bei uns ist das die alte Geschichte. Wir haben halt alles durchprobiert irgendwie und irgendwie musst du ja deine Freizeit gestalten. Und das, was uns immer am meisten angebockt hat, war Musik. Und wollten wir auch relativ früh schon so mit 11, 12 oder so eine Band haben eigentlich alle, ne? Und mit 3 Brüdern war es natürlich extrem praktisch. Also konntest du irgendwie ganz schnell eine Band zusammenstellen. Man hat immer wieder die Chance, alles zu verkacken oder alle Leute auf deine Seite zu ziehen und sie zu überzeugen und gut zu unterhalten. Und es spielt da tatsächlich keine Rolle, ob das 50 Leute sind oder 50.000. Das ist tatsächlich überhaupt kein Unterschied. Und das eine sieht, wie 50.000 sehen aus wie eine Fototapete. Und die 50 Leute. Da siehst du halt dann jeden Einzelnen und auch die Genau. Reaktion von jedem Einzelnen, wenn er Ja. einmal irgendwie hinten in der Ecke steht und gähnt und irgendwie dann denkst du, oh Scheiße, irgendwas machen wir falsch. Genau. Also auch die Aufregung ist geblieben Ja. und auch das Glücksgefühl und auch so, wenn man merkt, wenn man den Moment erfasst, wo man Leute überzeugt, das ist eigentlich auch das Gleiche wie früher noch. Das ist ein wahnsinnig gutes, erhabenes Gefühl. Das kommt tatsächlich auch heute noch vor, wenn wir irgendwie das Gefühl hatten, dass es so Glücksmomente gab, entweder für uns oder im besten Fall auch für die Leute im Publikum, dann fallen wir uns nach dem Konzert wie 1997 bei dem Local Heroes League, dann fallen wir uns da auch in die Arme tatsächlich noch, weil da dieses Glücksgefühl da ist. Und das gibt es bis heute. Das ist sehr schön.